The best way to relax after a hard day's work is to get an ice cold beer and watch Crownie's new Counter-Strike video. Cheers, everybody. Don't forget to subscribe and hit that like button. Yo, wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Spritzer, Crownie ist hier am Start. Und ja, kaum zu glauben, es gibt ein Case-Opening mit CSGO-Skins hier auf Daddy Skins und ein paar leckere neue Sachen. Wir haben hier einmal Upgrade mit dabei und einmal die Aufwertung. Das werden wir auf jeden Fall ordentlich durchzimmern. Ich habe hier sogar noch einen Skin, lecker Schmecker. Den Hasi haben wir auch mit dabei. Ja, moin. Der muss hier seelisch ein bisschen unterstützen, weil ich schon 24 Stunden auf den Beinen bin und es wird es echt knackig. Ich hoffe, ich sehe hier Skins nicht doppelt oder sehe sie verrutscht und freue mich über eine Dragonlore und kriege nachher keine. Wäre natürlich belastend. Vielleicht das Vielleicht auch andersrum. Du siehst was anderes von Chris und Dragon. Ja, das wäre natürlich, da würde ich nicht nein sagen. Ah, wir haben hier aufgetankt bekommen, $420. Ist natürlich alles ein bisschen geschrumpft, die Sponsorings, weil Gambling läuft ja nicht mehr so, wie bekannt ist. Und jetzt gucken wir hier mal rein. Was wollen wir aufmachen, Hasi? Komm, du darfst hier heute ins Video mal ein bisschen lenken, dass mir auch keine Fehler passieren. Das ist in so einer Treasure Case da drin. Machen wir mal Treasure Case. Einigermaßen. Oh, ja. Ein bisschen was drin. Ja, sieht schon scheiße aus, aber zimmern wir mal auf jeden Fall. Oh, könnte je nach Zustand, ich weiß auch nicht wie die Preise sich hier entwickelt haben. $8. Jetzt machen wir mal, die Exi-Case, die ist es halt einfach nicht. Ich kann es schmecken, aber wir probieren es trotzdem mal. Muss auf jeden Fall einmal auf. Oh, ja. Es hat bei mir gerade übelst gehakt und ich dachte echt kurz, es kommt die Hole. Ey, krass ist einfach gewesen, ne? Das wäre ja echt einfach unmenschlich krass gewesen. Western League. Okay. So ganz gut aus. Machen wir mal die Western League auf, gucken wir mal. Wir müssen hier natürlich ein bisschen den Sparmodus auffahren. Ist auch nicht so lecker, muss ich sagen. Aber hier kann es halt alles sein bei Daddy Skins. Und die Preise, die hier rauskommen, sind OP-Skins-Preise. Ich auch immer noch deswegen ziemlich geil. Alles ein bisschen günstiger. Die M4 findest du geil? Ey, das mit den OP-Skins-Preisen. Ja, weil das habe ich auf anderen Case-Opening-Seiten, wenn man hier mal Real Talk auf den Tisch haut, kriegt man halt bei anderen Case-Opening-Seiten Skin-Wert raus. Also man lädt $100 Paypal auf und kriegt $100 Skin-Wert raus, was nachher nur $70 auf Ding-Wert ist, zum Beispiel jetzt, ja. Natürlich nicht so lecker. Ey, hier $9, aber ich muss sagen, Daddy Skins droppt auch nicht mehr so, wie es mal war. Komm, nächste Kiste wieder in deiner Hand. Ah, du bist hier Western League-Fan, ich merke es. Ja, ich lächle mich an. Ach. Ich kann aber einmal was Vernünftiges kommen hier. Also eigentlich war Daily Skins immer relativ ausgeglichen, aber dieses Mal muss ich sagen, ja, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, was hier nachher bei rumkommt. Eine Knife Case muss schon aufgehen eigentlich, ist schon Ritual. Ja. Eigentlich war ja früher Ritual immer hier New Knives einmal aufmachen, einmal die Luxury, oder wäre unser ganzes Sponsoring schon weg. Deswegen machen wir mal die normale Knife Case, die ist es aber auch einfach nicht, die normale Knife Case, muss ich sagen. Wir können uns ja das einfach für eine Luxury nachher aufsparen. Ja. Genau, mache ich jetzt hier eine Lucky auf, 320 haben wir noch. Ja, für mich finde ich die eigentlich, hab nichts gesagt. Ich habe da glaube ich noch nie was Vernünftiges gesehen. Ja, ich habe da schon ein paar was Gutes gezogen, aber ja gut, was sagst du? Mach noch ein bisschen hoch. Oh, ich weiß, was ich als nächstes mache. Die sieht auch nochmal gut aus. Ah, du bist schon ein Tournament-Spieler, merke ich schon. Ah, ich weiß, was ich als nächstes mache, hier gibt es nämlich ein neues Feud. Ey. Doch einfach einmal ein Knife. Einmal irgendwas. Ja gut, immerhin plus. Ja. Immerhin plus. Erste Kiste plus. Es gibt hier nämlich lecker Upgrade und hier kann man hier nicht auch Geld reinmachen? Ah ne, schade, nur Items. Doch, das geht glaube ich, wenn du das Item ausgewählt hast. Echt? Ich glaub, du musst ein Item auswählen, kannst du dir Balance dazu tun. Vielleicht muss ich erst hier was aussuchen. Das ist hier eh komisch, dass es dann alles so im gleichen Range-Dings von uns ausgewählt wird. Aber wir können jetzt zum Beispiel hier einfach auf Messer gehen. Dann haben wir hier Hole und alles mit am Start. Wenn man auf Messer geht, kommt die Hole. Das ist natürlich gut. Ja, das habe ich vom Giorgio-Video schon gewundert. Wir probieren mal das hier. Die Animation hier ist nämlich auch geil. Ja, das habe ich schon beim Giorgio gesehen. Animation ist hier absolut krass. Wie viel benutze ich denn jetzt hier? $40, $33, 8%. Ja gut, das ist einfach behindert. Aber die haben hier nur $300 Sachen drin, oder was? Hey, hier ist eins. Nimm doch das in den Field-Tested. Ah ja, komm. Nehmen wir das, ja. Oder hier, das sind Field-Tested für 100. $40 und 22% Chance. Wollen wir es riskieren? Fühlst du die 22% Chance auf über oder unter? Kann man es auswählen? Ja. Doch nicht. Okay. Oder? Geht ich glaub. Nee, geht nicht. Okay. Fühlst du es oder nicht? Ich glaube nicht die 182. Also ich glaube ein bisschen mehr als 22% würde ich fühlen, aber... Komm, pack mal hier noch den Skin. 27%? Ja, fühlt sich besser an? Ja, das fühlt sich besser an. Okay. Dann auf geht's.
Ich weiß nicht, ob Sound hat. Nee, hat keinen Sound. Verpasst hier nichts. Aber ich finde die Animation ja, echt mega cool. Geil, komm, der Daumen nach oben, Alter. Ach, Mann, ey. Ja, dass kein Ticket angezeigt wird. Das war jetzt halt schmackvoll in die Hose gegangen, muss man hier mal sagen. Ja, schade, schade. Was haben wir hier? Wenn ich hier nochmal auf Nice klicke, kriege ich hier noch eine andere Seite angezeigt vielleicht. Ah! Hier muss man einfach nach rechts klicken, dann kriegt man andere Seiten angezeigt. Oh. Okay, das haben wir nämlich nicht gecheckt neulich, ja lul. Können wir uns hier mal ein günstigeres Messer raussnacken auf jeden Fall. Gucken wir mal, was es da noch gibt. Dann tun wir mal ein paar Items upgraden. Aber ich glaube, in dem Video bleibt hier nicht viel hängen, muss ich sagen. Ich glaube, das wird hier ein ganz schönes Bruchvideo heute. Legend of Fate, was kostet das? 89. 89, okay, probieren wir das. Das fühlt der Hase, wie auch das Items fühlst du es? Mecha Industries und ja. Hier ist das, wenn man die Frontside-Messie dazu nimmt. 33%. Ja, das kann man schon mal machen eigentlich. Okay, wir lassen es krachen, wir probieren es. Bitte jetzt einmal, Mann. Ich habe noch nie gesehen, dass der Daumen nach oben hier geht. Komm, mach keinen Scheiß, jetzt einmal nach oben den Daumen. Ey, Fickfotze. Gibt's schade, dass, dass das Ticket angezeigt wird. Ja, ey, das kann doch nicht sein, wenn es jetzt wieder nicht klappt. Jetzt haben wir wieder 20%. 36%, ansonsten machen wir nie wieder Upgrade. Nie wieder Upgrade, wenn es jetzt nichts wird. Oder vielleicht ab und zu nochmal Upgrade, aber nicht mehr. Nee, ist es nicht. Wow. Wir haben, guck mal, mit was wir angefangen haben. Wir haben mit 420 angefangen, sind es bei 260 und ist noch nichts bei rumgekommen. Das ist nicht so lecker Schmecker, muss ich sagen. Da müssen wir jetzt echt mal reinlacken. Ja, das machen wir. Sollen wir jetzt echt noch eine Luxury Case aufmachen? Da bleibt ja nichts mehr übrig von dem. Hab ich schon gesagt. Müssen wir eigentlich schon. Komm, jetzt zünden wir eine auf. Ragebed ist am Start, Freunde. Und das Curry mit Lore. Ach komm, bitte. Bitte, bitte, wir wissen, was hier drin ist. Und bitte, 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 brumm, brumm. Bitte, 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 bitte. Okay, Hasi, zähl runter. Vielleicht ist es dein Anzählen heute. 3, 2, 1. Go! Ganz ungewohnt, wir haben es nicht mitten in der Nacht. Die Nachbarn hoffen nicht bei Hase wieder, verprügeln ihn. Oh ja, komm! Bitte, guter Zustand! Das kann gut sein. Bitte, es kann, ich weiß, MB wenigstens. Hier 190. Ja, das ist okay. Das ist vollkommen okay. Wenigstens, ja gut, ein Dollar plus. Plus 70 Cent. Aber besser als minus 40 Euro oder so. Besser als minus. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir safe mit 170 hier rausgehen. Das werde ich auch direkt auscashen hier vorne. Kann ich euch auch mal zeigen, wie es funktioniert. Das wird jetzt hier gleich eingekauft auf P-Skins und dann wird es nach einer Woche wird's zu mir geschickt wegen den neuen Trade-Bedingungen. Ist aber okay, was sollen sie machen? Das wird halt gehandhabt hier auf OP-Skins. Die einzige Kacke ist, muss ich hier auch mal ganz klar an dieser Stelle sagen, dass wir die Sachen kriegen und dann müssen wir nochmal eine Woche warten, bis wir sie verkaufen können. Ja, wenn man sie spielen will, ist das natürlich kein Problem. Aber man kann hier auch bei Upgrade 1:1 Items upgraden. Also das mit dem gleichen Wert, dann hast du 100% so. Du hast halt instant ein Skin, den du auszahlen kannst, ne? Weil das ist ja in deren Inventar. Oder sehe ich das richtig? Hier oben steht, any of your item or buy the upgrade. 100% exchange CSGO to PUBG Skins. Achso, weil du kannst da auf PUBG klicken. Okay, vielleicht 82%. Ja, so ein Skin kriege ich bestimmt wieder. Probieren wir mal. So ein Skin kriege ich bestimmt wieder. Ich wäre jetzt auch traurig, wenn das bei 82% nicht klappt. Ey, ich habe den Daumen noch nie nach oben gesehen. Noch nie. Ja, jetzt haben wir den Daumen nach oben und die komische Sonnenbrille, die wir nicht wollen. Ah, das habe ich mir jetzt zum Glück schon auszahlen lassen. Ja, also haben wir safe heute 190 von 420, ist auch trotzdem die Hälfte. Oh, wir haben so $70 was zu retten. Jesus. Komm, den machen wir jetzt auf, fünfmal. Fünfmal direkt, okay. 61. Und der Block fällt jetzt. Wenn der Hasi jetzt hier schon so zielstrebig draufzimmert. Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus. Das ist egal, wenn die irgendwie gute Condition hat. Aber ja, das ist doch. Oh, das sieht sogar sehr gut aus. Ja. Ich glaube, die machen wir nochmal auf. Die Kiste macht uns vielleicht reich. Wie viel haben wir denn? Ach, ja gut. $4 plus gemacht oder so. War jetzt nicht so. Sah irgendwie besser aus. Oh, sah echt besser aus. Aber AK Neon Revolution haben wir hier oben mit dabei. 62. Das ist lecker. Maggie schmeckt, muss ich sagen. Hier ist das die Kiste. Ja, machen wir direkt nochmal. Ja, Mann. Nicht mehr genug Geld. Okay, nur noch 4, weil die AK behalten wir auf jeden Fall auch. Eine harte Zeiten hier, Freunde. Wir freuen uns über solche Skins. Oh! Und Blaze? Naja, ist dir ja nichts mehr wert. 15. Komm, da verkaufen wir nochmal. Ja, kaufen wir nochmal einen Zimmer und dann nochmal auf. Echt nicht mehr. Ah! Ich glaube, das Ding will mich voll verarschen. Komm, Alter, das soll jetzt die Profit Case. Also wir haben auf jeden Fall schon Profit aus der Case. Eins davor und eins danach. Ist halt immer die Anime. Oh, 26. Ein 26er. Ja gut, den verkaufen wir aber wieder, muss ich sagen. Können wir jetzt 4 aufmachen, Hasi, Restmeister? Nee. Ach, Mann.
Oder doch, könnte. Okay. Doch, könnte. Na, ja, hätte gereicht. Aha, da hat einer in Mathe nicht aufgepasst. Oh, see you later, Alligator. Wir müssen gucken. Zustand ist halt hier auch immer entscheidend. Ah, ne. Ich glaube, die UMP Blaze in MW ist sogar teurer als die NFN. Ja, ist es auch. Die ist auch echt seltener. Oh, lausig. Obwohl es ging, muss ich sagen. Hat irgendwie immer so ziemlich genau plus minus null. Ja. Aber die Case ist auf jeden Fall, hätten wir das von Anfang an gemacht. Oh Gott, jetzt ist das. Die kann wieder gut sein. Wenn die wieder das ZMW ist oder so. Ja. Das war's. Die Kohle schmeißen wir hier leider zum Fenster raus. Wir machen jetzt keinen Aufwertungsvertrag. Zwei Stück können wir noch aufmachen. Das kommt jetzt noch einmal live. Ach, lausig, absolut lausig, muss ich sagen. 3 Dollar kommen wir die noch zweimal auf, einfach dass wir was für einen Aufwertungsvertrag haben. Und falls mal wieder so Bock macht. Auch wenn ich hier todesmüde bin. Blueprint ist ja, glaube ich, Plus. Nee. Oh, okay. Die behalten wir auf jeden Fall. Die packen wir jetzt hier einfach mal rein. Zack, unterzeichnen. Fertig aus Mickey Mouse. 13 Dollar. Ja, ja, gut. Hatte noch 14,40 Dollar wert. Echt? Ja, du hattest die am Anfang noch im Inventar. Ach, stimmt. Ja, okay. Das tun wir uns zusenden lassen. Haben jetzt also 190, 200, 260. Ja, gute 130 Minus, ist auf jeden Fall nicht so knackig. Ich bedanke mich aber fürs Zuschauen, sagt der Spider-Man. Ah, und Code Crony ist natürlich auch mit am Start. Könnt ihr euch schmecken lassen, falls ihr ein paar Gratis-Cases aufmachen wollt. Haut rein und ciao und danke für den Hasi. Ja, haut rein. Ja.